Frau Habeck. Herr Büchner, kurze Verständnisfrage. Sie hatten jetzt bei Verstößen oder Aufkündigung von Rüstungskontrollverträgen ausschließlich nach Osten gezeigt. Jetzt gibt es ja auch im Westen Protagonisten, beispielsweise der ABM-Vertrag wurde einseitig von den USA aufgekündigt. Da würde mich nur interessieren, wieso gibt es zumindest so in Ihrer Darstellung keine Verweise auf die entsprechenden Aufkündigungen von US-Seite? Ich habe das vorgetragen, was der aktuelle Rüstungskontrollbericht feststellt, unser Abrüstungs- und Rüstungskontrollbericht feststellt, und dabei möchte ich es auch belassen. Satz. Ja, aber wie der Kollege Jung ja auch schon angemerkt hat, tun Sie so, als gäbe es sozusagen nur zwei große Protagonisten in diesem Feld, und es gibt ja tatsächlich auch auf westlicher Seite entsprechende Länder, die regelmäßig Rüstungskontrollen und entsprechende Verträge einseitig aufkündigen oder brechen. Da würde mich trotzdem interessieren, wieso dieser sehr einseitige Blick ausschließlich den Osten ja, von Berlin aus. Es ist gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Es gibt in der Tat vor allem einen Akteur, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, nämlich Russland. Und ich glaube, es ist verständlich und berechtigt, dass auch dieser Akteur im Besonderen angesprochen wird. Ich kann das außerdem nochmal verstärken, was Herr Wagner hier gesagt hat. Die Bundesregierung sieht keinen Widerspruch im Ausbau von NATO-Fähigkeiten und der Unterstützung der Ukraine sowie dem kontinuierlichen Engagement zur Rüstungskontrolle, zu dem weiteren Bestreben, Rüstungskontrolle und Abrüstung voranzubringen. Wie auch in der nationalen Sicherheitsstrategie festgehalten, sieht die Bundesregierung Rüstungskontrolle komplementär zu Abschreckung und Verteidigung. Dann wechseln wir das Thema, Herr Büchner.